Willkommen zurück im gruseligsten Kinderspielplatz aller Zeiten. Willkommen zurück zu Poppy Playtime. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer poppy-tastischen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter mit Chapter Nummer 2 und wir sind bei der Game Station angekommen. Klingt irgendwie nicht cool, oder? Klingt irgendwie nicht cool. Mögt ihr diese Indoor-Spielplätze? Ich finde, die riechen immer so merkwürdig. Dieser komische Kunststoffboden. Gemischt mit Kinderschweiß und Kindertränen. Dann quillt der Boden so auf und riecht so merkwürdig nach alter Sporthalle. Bah! Ekelhaft. Okay, das Ding hier können wir gar nicht touchen. Alte Turnmatten. Auch so ein ekelhafter Geruch, ne? Ganz schön versifft. Candy Cat. Ich liebe dich, Candy Cat. Passiert hier irgendwas, wenn ich mich hier draufstelle? Huh. Hier wären noch Attraktionen wie Musical Memory und Wagga-Waggy. Ob wir hier irgendwann Dinge einsetzen müssen? Okay, was bringen? Hi Kids, welcome to the Game Station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Okay, die Hebel bringen mir wohl immer ein Spiel. Oh mein Gott. Würdet ihr als Kind da rein wollen? Jetzt mal voll im Ernst. Okay, schau mal, hier fehlt mir eine grüne Hand. Bekomme ich als Belohnung eine grüne? Wir hatten ja rot und blau, aber vielleicht gibt es ja auch noch eine grüne. Und die grüne Hand aktiviert den Choo-Choo-Express. Aber jetzt mal im Ernst. Als Kind würdet ihr da reingehen wollen? Also ich nicht. Also ich würde sagen, okay, nein, ich bin raus. Ich habe zu viele Filme gesehen. Was bist du denn für einer? Let's party. Clap, clap, man. Okay, hier geht's nicht durch, ne? Mm-mm. Kann ich hier durchschießen? Warte. I know when your birthday is. Alter, wie unheimlich. Gott, bist du gruselig. Okay, Mr. Bunny, du bist echt krank. Warum ist hier ein riesiger Tunnel? Wer hat den gebuddelt? Oh, Snap, was ist das hier schon wieder für eine Maschine? Oh, verflucht. Okay, was hat das hier alles zu bedeuten? Blut? Moment, hier ist eine Kassette. Ein Fernseher. Erstmal hier Entertainment.
What's the time? It's playtime. Okay, es gibt wirklich eine grüne Hand. Es gibt wirklich eine grüne Hand. Und diese grüne Hand hat die Fähigkeit, dass man Strom mit ihr 10 Sekunden lang mit sich rumschleppen kann. Und dass, wenn man dann hier so eine Tür aktiviert oder irgendeine Ladung aktiviert, dass die auch nur 10 Sekunden hält. Und wenn man dann nicht rechtzeitig durch ist, dann wird man matsch. Okay, Blut? What? Irgendwie sieht ja alles so richtig nach Teletubby aus, ne? Das ist der Schmelzraum. What the heck? Aha. Das Rohr ist kaputt. Alright. So, nochmal ein bisschen Kinderblut. Ist anscheinend noch genügend drin. Okay, hier werden die Hände gegossen. Und jetzt kommen sie hier zu mir rüber. Ah, sie müssen ja natürlich noch grün werden. Aber ich habe keine Farbe in der Maschine. Okay, wo bekomme ich Farbe her? Ja, stellt euch mal vor, ihr seid Mitarbeiter an so einem Ort. So stelle ich mir die endlosen Amazon-Warenhäuser vor. Seelenlose, riesige Maschinen, wo keiner genau weiß, wie es funktioniert. Aber es funktioniert irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? So, der Einarmige hat Farbe. Rein mit der Kartusche. Reicht das oder brauchen wir noch mehr? Wow, schaut euch das mal an. Kann ich da reinspringen? Bin dann tot? Ich dachte erst, es wäre so ein Grinder. Hier sitzt Karl von der Produktionsabteilung den ganzen Tag und fummelt nur an euren Patschehändchen. Der arme Karl. Kein schönes Leben, was der Mann hat. So. Direkt hier 5 Hände. Oh. Alright, in dem Ding kann ich also Strom tanken. Könnte ich mir noch eine Hand machen? Leider nicht, die Maschine ist müde. Schaut euch mal die da oben an mit dem Auge. Warum muss das alles so aussehen? So, jetzt habe ich hier ein paar Sekunden. Warte, Moment. Moment, Moment. Ja, ja, tack, 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 tack. Ich habe mich noch nicht alles angeguckt. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Spannendes, irgendwas Wichtiges. Die Geheimnisse der Geheimnisse der Geheimnisse halt. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben nämlich bis jetzt hier, wir haben bis jetzt nur die Blume. Hier drüben Daisy und Mr. Choo-Choo Train. Ja, uns fehlt hier noch ein bisschen was. Bisschen was fehlt uns hier noch. Aber ich glaube, hier gibt es nichts zu holen. Vielleicht oben. Ich schaue nochmal ganz kurz oben. Dann gehen wir natürlich direkt weiter. Durch die unheimlichste Spielzeugfabrik aller Zeiten. Wie zum Beispiel hier. Ne, hier ist nichts. Die goldenen Dinger sieht man eigentlich auch relativ gut. Ah, doch, guck mal. Von wegen sieht man relativ gut. Ich stand direkt quasi neben dem Teil. Und hab's nicht gesehen. Würde es auch so gehen? Nee. Es geht nur mit der grünen Patschehand. Wow, wow, was war denn das? Okay, hier geht's nicht weiter.
Was habe ich da eingesammelt? Was ist das? A green hand, yo. Bringt es eigentlich irgendwas, wenn wir alle goldenen finden? Denke grün. Ja. So sieht's aus. Immer schön recyceln. Hier unten. Alright. I know when your birthday is. Das weißt du gar nicht. Was? Woher weißt du das? Ich wünsche mir, dass du verschwindest, du hässlicher, widerlicher Pappaufsteller. Alter, was ist das hier für ein Alienraum? Wow. What? Okay, was für eine Party geht jetzt? Welcome to Musical Memory. Oh nein. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Warum? Warum sollte man sowas mit Kindern machen? In der Fabrik für Spielzeug. Warum? What the f... Red. Fu! Wie, Red? Red. Das war's? Red. Red, Red. Red, Red, Blue. Red, Red, Blue. Red, Red, Blue, Green. Red, Red, Blue, Green. Red, Red, Blue, Green, Yellow. Red, Red, Blue, Green, du bist unheimlich, mega unheimlich, Yellow. Haha. Red. Red. Red, Green. Red, Green. Red, Green, Green. Rot, Grün, Grün. Red, Green, Green, Blue. Rot. Grün, grün, blau. Red, green, green, blue, yellow. Red, green, green, blue, yellow. Red, green, green, blue, yellow, violet. Was? Wo, oh. Red, green, green, blue, yellow. Und da ist noch Gewalt. Es gibt eine Runde 3. Yellow. Yellow. Yellow, white. Was? Es gibt... Yellow, white. Yellow, white, yellow. Yellow, white. Ja. Yellow, white, yellow, orange. Ba-ba-ba-ba-ba. Yellow, white, yellow. Orange. Yellow, white, yellow, orange, yellow. Black and yellow, black and yellow. Ai. So. Yellow, white, yellow, orange, yellow, red. Yellow, white, yellow, orange, yellow, red. Ja, du Idiot. Was, wie, was, Runde 4? Blue.
Blue J. Was? Blue J? What? Blau J. Was? Der findet immer wieder neue... Oh, Kacke, ich hab mich verdrückt! Was? 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 J. Hart. Verzieh dich. Blau. J. Herz. Violett. Was? Herz. Was zur Hölle, du? Moment. Was? 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 Was ist? Wow. Oh, it broke. That's no fun. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Take it. Danke, du Creep. Okay, icons must be sequenced out in this exact order. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Tschüss, Mommy. Hab dich lieb. Mua. Wow, das war crazy fuck, ey. Aber man merkt, Chapter 2 ist deutlich qualitativ hochwertiger als Chapter 1. Also bis jetzt finde ich es ganz cool. Es hat so typischer Franchise-Horror, wie eben Five Nights at Freddy's. Hat so in die Richtung, klar, es hat andere Mechaniken und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine, so dieses... Spielzeugfiguren drehen durch und wollen mit dir spielen. Drehen mal den Spieß um. Was ist das? Aber es fehlt mir so ein bisschen der pure Horror irgendwie. So diese Momente, wo man sich denkt, what the fuck? Weißt du, so ein bisschen das scary Damage. Kinderbackofen. Owen the Oven. Alright, Owen. Das Retourlager. Voll mit Spielzeugleichen. Ich wette, hier kann ich irgendwas Güldenes noch finden. Okay, hier ist zu. Aha! Na komm, gib her. Kann ich das nicht runterziehen? Okay, aber das ist doch eindeutig hier so ein... Warte mal, da oben ist so eine Greifhakenmaschine. What is this? Gibt's auch irgendwo eine Kassette? Sir Poop a Lot. Den hätte ich echt gerne. Ah, Sir Poop a Lot. Was kann der denn so? Außer kacken. No one tells jokes like Sir Poop a Lot. What's the best time to get to the bathroom? Poo 30. Like toilets for two reasons. Number one and number two.
Why did the toilet seat cry? She got dumped. Okay, Sir Poopalot. Könntest mein neuer bester Freund werden. Naja, ist eigentlich fast wie Kreis, oder? Sieht eigentlich ihm sehr ähnlich und beide mögen Kacke. Try me. Hättet ihr gern so einen Sir Poopalot? Also ich schon. Mhm. Wie es scheint, benötigen wir Strom. Wir brauchen ein wenig Strom. Aber wo kriegen wir den Strom her? Ah, guck mal, hier oben kann ich auch. Ah! Ah ja. Aber was bringt es mir, das Ding jetzt? Moment, die Schiene führt mich hier so rum. Hier so irgendwie da lang. Und dann hier und dann da. Und dann kann ich das Ding hier wohl hochziehen. Aber wo bekomme ich Strom her? Und wo finde ich eine Kassette, die ich abspielen kann? Fragen über Fragen über Fragen, ne? Wahrscheinlich muss ich auch dieses goldene Ding mit dem Greifer darunter holen. Was steht hier? Daisy, Marionette. Zu unheimlich für junge Kinder. Hm. Okay, die haben geweint, während Daisy performt hat. Ah. Ja, ich muss eine Stromquelle finden. Aber ich würde sagen, Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!